Jetzt melden wir uns vom Potsdamer Platz und ich habe die einige Gesprächspartner von Aufstehen. Das ist die Isabel, ja, und das ist die Anka und das André. Ist der André. Ihr geht heute in Berlin und in den Landeshauptstädten auf die Straße. Für was demonstriert Aufstehen heute? Vielleicht. Ja, wir demonstrieren für mehr soziale Gerechtigkeit und Frieden. Also für all die Themen, die für die Aufstehen steht und für die auch die französischen Gelbwesten stehen. Und gleichzeitig wollen wir auch die Leute aufmerksam machen auf die Gewalt gegen die Gelbwesten in Frankreich, die ja wirklich erschütternd ist. Da gibt es bisher über 2000 Verletzte und das wird in unseren Medien gar nicht genug berichtet, glauben wir. Frankreich ist eine Sache, aber wir haben ja hier unser eigenes Land. Klar, die Franzosen, ein großes Vorbild, auch von der französischen Revolution, ganz klar. Die SPD hat dieser Tage Vorschläge gemacht, beziehungsweise letzte Woche. Wie findet ihr diese Vorschläge von der SPD? Ganz ehrlich, ich finde sie nicht ausgereift. Ich würde mir wünschen, dass gerade das Thema Renten wesentlich eindeutiger lanciert wird, indem vielleicht 70% oder 75% der tatsächlichen Rentenbezüge gezahlt werden. Das würde viele Diskussionen ersparen und auch innere Auseinandersetzungen, wer nun berechtigt ist und wer nicht. Auch finde ich nicht gut, dass weiterhin an den Sanktionen und an Satz 4 nur mit anderem Namen festgehalten wird. Mhm. Wäre es nicht besser, wenn man jedem, genau wie in Österreich, egal, also dass er jeder eine Mindestrente bekommt, dass er auch menschlich leben kann im Alter? Was ist deine Meinung dazu? Ja, das könnte sein, dass das eine gute Lösung wäre. Man spricht ja auch über das bedingungslose Grundeinkommen oder ein Bürgergeld. Allerdings müssen natürlich da die Forderungen oder beziehungsweise mein Gott, jetzt fällen mir die Worte. Macht ja nichts. muss genau ausgereift sein, was wird davon bezahlt, wie viel bleibt übrig, ja, dass es tatsächlich auch eine Entlastung für die Bürger gibt. Wenn man das wie in Österreich machen würde, 1050 Euro kriegt ja jeder dort als Grundrente. Ja, was ist davon bezahlt? Als Grundrente wird davon die Wohnung auch bezahlt, dann sind sie wieder bei der Grundversorgung, bei der Basisrente. Ja, also das ist ja auch nicht viel mehr. Ist dann auch schwierig, ja? Das ist schwierig, das muss genau angeguckt werden. Was soll davon bezahlt werden? Ja? Ist es Tatsache oder ist es eine Mogelpackung? Und zur SPD, auf die Vorschläge der SPD, wissen Sie, die SPD ist schon so oft eingeknickt. In der GroKo, ja, die haben immer vorher große Versprechungen gemacht. Das große S, das große Sozial, finden wir in der SPD nicht mehr wieder. Genauso wenig wie das C in der CDU. Das finden wir da auch nicht mehr wieder. Ja. Ja, was sind das für Parteien? Wen wollen wir denn da nur noch glauben? Und bei der SPD ist es ja so, André, dass jetzt das Prinzip fordern und bestrafen immer noch bleibt. Ja. Sozusagen Hartz IV Light. Genau, genau. Ich habe letztens ein Interview mit Andrea Nahles gelesen. Da wurde sie dazu befragt, wie sie jetzt zur Hartz IV stehen. Und sie meint eigentlich immer noch, ja, das war keine schlechte Reform. Wir müssen halt hier und da ein bisschen was machen. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch sehr spät. Jetzt 2019, also viele, viele Jahre nachdem die Reform beschlossen wurde und fast die ganze Zeit war die SPD auch in der Regierung, jetzt plötzlich darauf zu kommen, dass man doch etwas machen müsste. Vor allen Dingen ist es ja so, die Politiker beschließen Sachen, die sie ja selbst nie im Leben selbst betreffen und treffen werden, ja? Das ist ja das. Sie zahlen ja auch noch nicht mal in die Sozialkasse ein, woraus sie dann ja auch ihre Rente beziehen oder ihre Pension, ja? Das ist ja das Kuriose, das sind meisten Menschen ja gar nicht bewusst, ja? Dass sie Sachen beschließen, die sie selber Frau Nahles wird nie in Hartz IV rutschen, ne? Und das ist ja das Komische und Kuriose auch daran. Vielleicht könnt ihr am Abschluss noch mal sagen, was eure Forderung für den heutigen Tag ist. Aufstehen gegen soziale Ungerechtigkeit. Und Solidarität mit den französischen Gelbwesten. Gut, dann bedanke ich mich fürs Gespräch und wünsche euch eine gute Demonstration. Dankeschön. Thank you.
Ja, ja.